Im Yoga ist diese Verbundenheit mit dem Planeten wirklich zentral. Das, was wir jetzt auf der Matte praktizieren, ist keine reine körperliche Tätigkeit, sondern es ist eine achtsame Haltung. Die Natur und dieser Kontakt gibt mir Halt und es gibt mir eine Verbundenheit, die mir eine tiefe Zufriedenheit erlaubt. Für mich bedeutet das ein bewusstes Lebensstil, Werte zu definieren und nach diesen Werten dann täglich zu leben, was man konsumiert und wie man konsumiert, einen bewussten Umgang mit dem Körper natürlich, aber auch mit der Umgebung. Ich bin überzeugt, dass es ohne Technologie nicht geht und es eröffnet neue Möglichkeiten. Gerade so diese Online-Live-Sessions haben uns Yoga-Lehrer ganz ein neues und ja, sehr innovatives Format präsentiert. Durch Technologie habe ich als Mexikanerin die Möglichkeit, hier mein Leben zu führen und trotzdem verbunden noch mit meiner Heimat und mit meiner Familie zu bleiben. So erlebe ich das, als hätte ich das Beste aus zwei Welten. Ich fühle mich in Salzburg sehr willkommen und das ist für mich dann ein Zuhause, ein gemütliches Ort, wo man ankommen kann. Für eine gute Zukunft sollten wir erkennen, dass wir verbunden sind als Planet und dass wir solidarische Gedanken stärken.